Die USA ziehen aus Afghanistan ab. Ebenso tut das die Bundeswehr mit allen NATO-Partnern gemeinsam. Wir sind gemeinsam hinein, wir gehen gemeinsam auch heraus. Der Hauptauftrag der Streitkräfte war es, zu verhindern, dass von Afghanistan Terror über die Welt verbreitet werden kann und das mit staatlicher Billigung. Dieser Kernauftrag ist durchaus erfüllt worden. Aber natürlich bleibt in Afghanistan eine Menge zu tun. Die Gesellschaft ist innerlich zerrissen. Es sind 40 Jahre Bürgerkrieg. In den letzten 20 Jahren hat die internationale Gemeinschaft zur Stabilisierung beitragen können, hat eine Menge auch im zivilen Bereich vorangebracht. Es gehen viel mehr Kinder zur Schule, als das vorher möglich gewesen war, insbesondere auch Mädchen. Und was davon erhalten bleiben kann, das hängt nun sehr davon ab, ob es gelingt, einen innerafghanischen Versöhnungs- und Friedensprozess anzustoßen. Was mich zuversichtlich stimmt, ist, dass dieses Land, auch wenn die Taliban an Einfluss gewinnen, weiter auf internationale Unterstützung angewiesen bleibt. Und das gibt uns durchaus einen Hebel in die Hand, darauf hinzuwirken, dass es mit der internationalen Gemeinschaft auch eine friedliche Entwicklung in Afghanistan geben wird. Und es kommt dazu, dass mancher Unterstützer der Taliban seine Aktionen auch überdenken muss, weil der Hauptgegner, die USA, nicht mehr im Lande sind. Und insofern werden auch die Nachbarstaaten ein Interesse daran haben, neue Flüchtlingsströme aus Afghanistan gar nicht erst entstehen zu lassen. Im Ergebnis werden wir eine umfassende Bewertung dieses Einsatzes vornehmen müssen. Und das wird nicht nur die militärischen, auch die zivilen, die entwicklungspolitischen Ziele mit umfassen. Viel wird davon abhängen, inwiefern es den Taliban gelingen mag, das Rad wieder zurückzudrehen. Ich bleibe aber verhalten optimistisch, dass vieles, was ins Werk gesetzt worden ist, nicht ganz einfach ungeschehen gemacht werden kann, sondern die Gesellschaft in weiten Teilen darauf ausgerichtet ist, die neu errungenen Freiheiten zu nutzen. Und in den nächsten Monaten kann es noch einmal gefährlich werden. Die Bundeswehr hat dafür gesorgt, dass wir mit Verstärkungskräften vor Ort in Afghanistan im Einsatz sind. Wir wollen die Rückverlegung zügig organisieren. Sie muss aber vor allem sicher sein. Und deswegen werden wir alles daran setzen, dass wir unsere Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sicher zurück nach Deutschland bringen.